Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Super, dass du mich hier gefunden hast und eins vorweg, abonniere gerne diesen Kanal, denn so verpasst du nie wieder ein Video. Hier gibt es wöchentlich neue Videos mit tollen Tipps und Informationen rund um das Thema Jazz und Improvisation. Mein Name ist Katrin Scherer und ich möchte dich begleiten beim Lernen von Jazz und Improvisation. Und ich möchte auch Improvisationsanfänger ermutigen zum Jazz und euch einen Einstieg in die Improvisation geben. Dieser Kanal besteht insgesamt aus drei Bereichen. Im ersten Bereich gibt es kleine Videos und Tutorials zum Thema Jazz und Improvisation. Im zweiten Bereich gebe ich Tipps zu Equipment, Noten, Literatur, Aufnahmen etc. Und bei all diesen Tipps kann ich auch sagen, alles, was ich hier empfehle, das sind alles Dinge, die ich selber nutze und selber auch schon ausprobiert habe. Ne, also das sind alles Dinge, die ich aus eigener Erfahrung hier sehr gut empfehlen kann. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Dort findest du eine Vielzahl an Play-Alongs von Jazz-Standards zum Mitspielen. Das heißt, dort hast du quasi direkt schon eine Begleitband zum Improvisieren. Und das sehe ich auch, ja, in meiner eigenen Erfahrung beim Unterrichten mit meinen Schülern. Es ist immer sehr ermutigend, wenn man beim Spielen direkt eine gescheite Band auch dabei hat und das klingt dann gut und dann fühlt man sich gut beim Spielen. Ne? Das ist auch immer was sehr Positives. Deswegen nutze diese Möglichkeit hier auch sehr gerne und übe gerne mit diesen Playalongs. Hier kommen auch wöchentlich neue Standards hinzu und sollte es der Fall sein, dass es einen Standard gibt, über den du gerne spielen möchtest, der dort aber noch nicht verzeichnet ist, so schreib mir gerne eine kurze E-Mail. Und dann werde ich diesen Standard dort, wenn möglich, auch einstellen. Mit Playlong zu üben ist immer toll und ermutigend, aber das heißt jetzt nicht, dass du nur mit Playlong spielen sollst. Ne? Also ohne Playlong üben ist natürlich auch erstmal wichtig, um bei Standards auch die Melodie erstmal ordentlich spielen zu können, um einen Überblick über das Stück zu haben, um die Akkorde zu verstehen. Ne? Also das ist natürlich der erste Schritt, dass man sich mit dem Standard per se erstmal vertraut macht. Und wenn das einigermaßen gut und solide läuft, dann gehst du natürlich zum Playlong und dann macht es natürlich auch Sinn, mit Begleitband zu spielen. Also, schau dich gerne auf meinem Kanal um und stürze dich gerne hier rein in diese Videos und in die Fülle an Informationen. Schreibe mir gerne deine Fragen oder Anregungen in die Kommentare und schreibe mir auch gerne, wenn dich ein Thema interessiert und du dir dazu ein Video wünschst. Da bin ich immer sehr froh drum, weil dann kann ich genau auf eure Wünsche auch eingehen. So, das war's also mit diesem kleinen Video. Zum Abschluss abonniere gerne, falls noch nicht geschehen, diesen Kanal. Darüber hinaus bin ich auch auf den Social-Media-Kanälen präsent. Es gibt eine Facebook-Gruppe und ich bin auch bei Instagram. Da kannst du mir auch gerne folgen. Okay, das war's also mit dem Video. Seh dich gerne auf meinem Kanal um und schau dir gerne die Videos an. Bis bald und schöne Grüße.